was ich in 7 Tagen gemacht habe. Also in 7 Tagen habe ich $25.000 einmal auch gemacht mit diesem einen Trade. Hat einen psychologischen Grund, warum halt auch, also warum wir wahrscheinlich nochmal auf die 46k hier raufkommen. Das bin ich jetzt hier noch gerade bei den Zwillingen, ja, unseren Analysten und auch Tradern. Genau, DXY ist sehr interessant, das werden wir in der Rücksätze sehen. Vor allem, wir haben ja hier dann noch einen Gap, der nicht gefüllt wurde. So, Freunde, ja, so ein bisschen gerade surreal, weil, wie du es gerade hörst, ich gehe hier gerade nicht auf dem Strand, sondern ich bin hier im Schnee, nämlich barfuß, ich weiß nicht, ob man das gerade sieht, ist auf jeden Fall sehr fresh. Naja, aber wichtig ist dann einfach, die Perspektive auch mal zu verändern und dann einfach mal in den Urlaub zu düsen. Ja, und letztes Jahr war ich halt super, super wenig. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr nochmal ein bisschen mehr. Und dann nehme ich dich natürlich auch immer wieder auch mit. Und heute ist der allererste Tag, wo wir ins Office fahren. Ich habe ja noch eine kleine Trader-Challenge auch nochmal am Laufen. Und jetzt so langsam werde ich auch wieder anfangen, auch mit dem Trading, also im Forex-Markt. Jetzt war eher so nur der Kryptomarkt sehr, sehr interessant. Und ja, da wird jetzt natürlich in der nächsten Zeit eher dann nochmal was von den richtigen Trader-Vlogs nochmal kommen. Und ansonsten viel Spaß da weiterhin und wir sehen uns dann gleich hier im Office. Das wird wohl eine richtige Knallerwetterlage werden am Mittwoch und am Donnerstag, aber letztendlich auch eine sehr gefährliche Wetterlage. Gerade eben hat der deutsche Wetterdienst vorab Warnungen ausgegeben vor möglichen Unwettern durch Glatteis, durch Schneeverwehungen, durch sehr starken Schneefall. Teilweise werden... Yes! Und weiter geht's einmal, Freunde. Heute kommt sogar nochmal, ich glaube, der ein oder andere Vorstellungsgespräch kommt auch nochmal noch zu uns ins Office, weil wir ja auch stetig am Wachsen sind. Wenn du auch das Video hier auch siehst und selber so aus der Umgebung Koblenz kommst oder auch mit dem Gedanken daran halt auch spielst, nach Koblenz zu ziehen, wir suchen immer neue Mitarbeiter, einfach nur aus dem Grund, weil wir immer stetig weiter wachsen. Ja, deswegen trag dich gerne mal unter karriere.floriansondershausen.de einmal ein, wenn du einen neuen, geilen Job auch haben möchtest und entwickeln möchtest. Ich achte halt auch gerade ganz besonders halt einfach halt auch darauf, dass wir auch nur auch Mitarbeiter ins Team auch reinholen, die auch Bock auf diesen einen Job halt auch haben, dass sie in dem, was sie machen möchten, auch die Besten werden wollen. Weil nicht jeder möchte ja ortsunabhängig frei traden, ja. Die einen oder anderen möchten auch einfach nur ein kleines Nebeneinkommen aufbauen, was ja auch vollkommen legitim ist. Das reicht ja auch vollkommen auch aus, ja. Weil die einen oder anderen, wenn du Vollzeit-Trader bist, das kann auch mega anstrengend sein, ja. Weil du hast kein konstantes Einkommen. Ja, du hast nicht jeden Monat 1000, 2000, 3000, also fix immer. Ja, das gibt mal Monate, da wirst du vielleicht auch mal Minus haben. Und dann musst du es überbrücken mit dem anderen Kapital. Also brauchst du sehr, sehr viel Backup und da hast du einfach keine Sicherheit. Vor allem, wenn du Familie und Kinder hast, ist das extrem problematisch. Und das ist auch so der Grund, was wir auch da verkörpern. Wir möchten ja einfach Finanzen halt auch den Menschen näher bringen, wie das Ganze auch funktioniert, wie man es nachhaltig auch verstehen kann. Ja, das ist nämlich wichtig. Wenn man das einmal gecheckt hat, dann kann man das einfach nebenbei machen, neben seinem Vollzeitjob. Ja, wir haben da auch einige Leute, die auch 4- bis fast 5-stellige Monatsumsätze nochmal zusätzlich von ihrem normalen Einkommen haben. Heißt, die ein oder anderen verdienen da 3.000, 4.000 Euro im Monat von ihrem Hauptjob, machen aber durchs Traden halt nochmal viel, viel mehr. Aber wichtig dabei, sie kündigen jetzt nicht sofort ihren Job, weil es sind einfach Schwankungen einfach halt auch drin. Ja, und diese Schwankungen muss man einfach mitberechnen. Sonst ist das ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt, ja. Weil du lässt dich da nicht drauf verlassen. Aber es ist halt so wunderbar, wenn du das eh nicht so betrachtest wie im Monopoly-Spiel. Aber im Monopoly macht man ja auch immer weiter und immer weiter. Hast dann mehrere Häuser. Das muss dann letztendlich wie sowas halt auch betrachten, ja. Du hast dann einfach eine gewisse Form von Spielgeld. Und das gibt dir auch eine gewisse Sicherheit. Nicht, dass du das jetzt von heute auf morgen verlieren kannst. Nein, du arbeitest einfach mit dem Geld weiter und weiter. Machst aber trotzdem noch nebenbei das, was dir auch Spaß macht. Aber Hauptsache, man macht etwas. Hauptsache, man befasst sich mit dem Thema Geld. Ja, dann kann man hier auch so ein tolles Auto fahren. Ja, das ist auch nochmal wichtig. Ja, ansonsten sehen wir uns dann im Office. Ciao, ciao. So, jetzt gerade im Office auch einmal angekommen. Ah, der Chris ist auch da. Klasse. Können wir hier direkt so zeigen. Ah, ja, genau, da kommt er schon. Ja, ja. Hi, grüß dich. Und bevor wir jetzt ins erste Meeting gehen, der Christian und ich. Hier noch gerade bei den Zwillingen, ja, unseren Analysten und auch Tradern. Ja, die sind aber gerade im Live-Call, deswegen bin ich nicht ganz so laut auf jeden Fall. Jetzt zeige ich mal ein bisschen hinter die Kulissen. Genau, DXY ist sehr interessant, das werden wir in der Rücksätze sehen. Vor allem, wir haben ja hier dann noch einen Gap, der noch nicht gefüllt wurde. Also wenn wir jetzt hier auf Golden Pocket
auf die alte Range zu gehen. Und werden wir, glaube ich, sehr schön auch den Gap closen. Bei Gold sehen wir auch aktuell, dass wir auf einer Supportzone sind, dass wir bullische Signale reinbekommen. Ja, das ist aber ganz wichtig, ja, die Zwillinge, die guten Twins sind ja unsere Strategen, unsere Analysten. Die haben das Ganze auf dem Schirm. Ja, wir haben gemeinsam einmal damals die DMT-Strategie auch entwickelt. Die Jungs, die haben sich einfach spezialisiert, genau auf einfach auf diese eine Strategie. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, ja. Deswegen muss ich selber nicht die ganze Zeit auch in den Calls sein, ja, mit unseren ganzen Kunden, sondern kann auch unterwegs sein, ja. Ich muss nicht die ganze Zeit da sein, aber wichtig ist einfach, wir möchten ja einfach da sein für unsere Community, dass jeder das Ganze halt auch sauber halt auch lernt, ja, und nachhaltig lernt. Und dann ist es halt auch einfach gut, mit den Zwillingen sehr gut auch zusammenzuarbeiten, weil die halt auch immer wieder auch Live-Calls machen, mit unserer Community logischerweise, weil sie sich einfach ganz genau spezialisiert haben dafür, weil denen das einfach Spaß macht, das auch einfach die ganze Zeit auch zu machen, auch zu interagieren mit der Community. Ich mache natürlich trotzdem auch Live-Calls, das heißt, man kann uns die ganze Zeit über die Schultern schauen, sei es mir, sei es dem Christoph, sei es dem Daniel. Deswegen stehen wir da auch mit unserem Namen, ja, mit unserer Vision einfach, der größte Anbieter auch zu werden, wenn man das Ganze auch nachhaltig lernen möchte. Ja, dafür sind wir einfach halt auch da. Und ich bin hier schon wieder mit T-Shirt. Mir ist halt ultra warm hier. Der Tim, immer fleißig am Traden. Also wie ihr gesehen habt, unbedingt mal das Video noch vom Tim auschecken, wo ich mit ihm so ein kurzes Interview auch gemacht habe. Ja, ist ziemlich, ziemlich cool. Ja, verlinke ich dir hier natürlich auch nochmal kurz rein. So, wichtig natürlich auch jetzt einmal, du hast ja auch einmal gesehen, dass ich ja auch in Dubai einmal unterwegs war. Ich war jetzt mehrere Tage da. Und was habe ich jetzt konkret überhaupt für Gewinne gemacht? Und da ist ja einmal wichtig, du hast ja das ein oder andere gesehen, wo noch Trades auch einmal offen waren. Ich schaue mir das Ganze jetzt hier einmal nur kurz am Handy halt auch einmal an. Zeig dir das natürlich hier auch einmal nochmal schön transparent. Wichtig dann dabei ist es halt einfach, dass man auch immer einen kühlen Kopf wahren sollte. Und dann siehst du hier einmal, dass ich... Et voilà, hier, dort siehst du es, plus $25,000 Gewinn habe. Hier ist noch eine Position offen mit $1,700. Ja, also natürlich Dollar, also über 25.000 schon im Gewinn. Das realisiert, also 25.300, ja, das ist ziemlich, ziemlich krass. Und jetzt nochmal wichtig, ja, es geht immer noch weiter. Ja, aber das ist die Zeit, was ich in 7 Tagen gemacht habe. Also in 7 Tagen habe ich $25,000 einmal auch gemacht mit diesem einen Trade. Ja, was ziemlich, ziemlich wild ist. Es geht dann also noch weiter, denn wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier auch anschauen, ja, dann siehst du hier einmal, wir haben jetzt hier nochmal eine krasse Unstimmigkeit, die ich schon predicted habe. Ich bin schon hier unten reingegangen. Hier ist mein Stop, das ist mein Einstieg. Wir gehen schon gerade rauf. Ich versuche es mal ein bisschen hier größer zu machen für dich. Siehst du schon hier, ja, das ist ein wichtiger Punkt hier bei uns und ja, wir gehen rauf. Hat einen psychologischen Grund, warum halt auch, also warum wir wahrscheinlich nochmal auf die 46.000 hier raufkommen. Du siehst das Video natürlich halt hier auch um einiges später erst. Wichtig aber dann dabei ist einmal, ich habe jetzt hier einmal einen Short offen, ne, wo ich schon die 25.000 realisiert habe. Habe nochmal meine Position nochmal um 50% verkleinert. Habe jetzt aber auch nochmal eine neue 200.000 Position einmal aufgebaut für den Long Trade. Und so sieht das Ganze hier auch einmal aus. Hier habe ich realisiert, habe ich eine neue Position einmal aufgemacht. Da oben ist auf jeden Fall auch der Take Profit. Stop Loss ist auch einmal ganz klar. Verlust wäre hier einmal 5.000. Und Gewinn, muss ich ehrlich gesagt sagen, wären hier 15.000. Ja, das ist so gesehen das Ziel. Nochmal gerade auch angepasst. Und ja, so viel dann dazu. Das wäre so gesehen der Trade. Ja, und dann schauen wir mal, was daraus auch wird. Also 5.000 Risk zu $15,000 Gewinn. Ja, mit dem Long Trade, weil ich eher davon ausgehe, dass wir jetzt mal kurz raufgehen und dann wieder weiterfallen werden. So viel habe ich jetzt natürlich in den 7 Tagen verdient in Dubai. Also es ist einmal die 25.000. Und es geht immer weiter, wenn man ein gutes Setup hat. Man muss immer geduldig sein. Das ist immer das Relevanteste. So, ihr Lieben, es ist soweit. Ich habe meine Position komplett einmal geschlossen. Wir haben jetzt einen Gewinn von $27,000 einmal auch erzielt. Ja, mit einer kleinen Hebelposition, die ich dann währenddessen auch einmal erhöht habe und komplett abgesichert habe. Das heißt, ich bin nicht von Anfang an mit einem 100er Hebel reingegangen. Mein Risiko waren
10.000, heißt 27.000, schön Gewinn. Diese Position ist jetzt ganz klar geschlossen. Das Ganze habe ich ja auch hier einmal wunderbar auch einmal geteilt, also auch jetzt gerade nochmal, wie ich es geschlossen habe, hier im Broadcast-Channel. Ja, kannst ja auch kostenlos einmal rein, siehst du auch alles genau darüber. Hier ist das erste Video, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, unbedingt auch reinzugehen. Da habe ich diese Short-Position noch einmal aufgebaut, ist ganz wichtig. Und dann habe ich hier einfach die ganze Zeit, während ich in Dubai in den Meetings war, die ganze Zeit Updates geleistet, sogar auch mit Video, was auch nochmal wichtig ist. Hier immer 11.000 und Co. Also ich habe hier einen kompletten Leitfaden gemacht, eigentlich, wie ich das Ganze gemacht habe. Short, Short, Short. Ja, schön runter. Hier nochmal Gewinne realisiert und, ja. Also wirklich maximal transparent, wie ich das Ganze auch mache. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Liegt mir auch persönlich gesehen immer am Herzen, dass das Ganze auch also für dich auch funktioniert, dass du siehst, dass es funktioniert. Und das sind jetzt 27.000 und ich bin auch unendlich dankbar, dass ich von überall aus Geld verdienen kann. Ja, das ist auch der beste Beweis eigentlich letztendlich auch dafür, dass es funktioniert. Ich teile immer alles transparent. Ja, und es geht ja sogar noch krasser. Wie das auch mit wenig Kapital geht, zeige ich ja auch nochmal zusätzlich. Weil für das, was ich jetzt hier gemacht habe mit diesen 27.000, braucht man einfach ein bisschen mehr Kapital oder sollte man auch ein bisschen mehr Kapital auf Seite haben. Also so 50.000 geht das schon ganz, ganz gut auf jeden Fall. Wenn man nicht so viel Kapital hat, funktioniert das auch sehr gut mit Fremdkapital. Da läuft auch gerade parallel schon bei mir eine Challenge, was jetzt bald bei YouTube auch veröffentlicht wird. Also da sind wir auch nochmal ganz transparent, was da auch passiert. Natürlich auch die Fehler, also die Verluste teile ich ja auch ganz transparent, weil die auch mit dazu gehören. Das ist wichtig. Aber wichtig ist immer, dass die Verluste kontrolliert werden und die Gewinne maximiert werden, und das muss einfach voll unter Kontrolle gebracht werden, und dann kann das Ganze für dich auch einmal so auch aussehen, denn es ist einfach für jeden möglich, an der Börse Geld zu verdienen. Und wenn du das jetzt auch machen möchtest, dann trag dich mal für ein kostenloses Analysegespräch hier unter diesem Video jetzt sofort einmal dort auch ein. Für mich war das auch damals total unvorstellbar, so viel Geld zu verdienen, vor allem ortsunabhängig, aber das ist wirklich das einfachste und das sicherste und das beste Business der Welt, denn du bist nur auf dich selber, also du musst dich nur auf dich selber konzentrieren. Du hast so gesehen keinen Chef, du bist komplett so gesehen auch alleine, ja, nur selber für dich verantwortlich, aber das ist auch eine Kunst, das auch zu managen, ja. Das kannst du jetzt nicht von heute auf morgen lernen, ja, das ist auch wichtig, dass man auch ein gutes Mindset zu Geld auch einmal aufbaut, weil wenn du das nicht hast, verspreche ich dir, ist das nur reines Zocken, ja, und du wirst zu 100% dein gesamtes Geld auch einmal verlieren. Das heißt, du musst wirklich eine Passion haben dahinter, dass du es möchtest, dass du es willst. Und wenn du das willst, dann schreib gerne mal unter diesem Video, wie sehr, warum willst du das, was sind deine Ziele, ja, würde mich persönlich gesehen auch interessieren, und dann trag dich mal für ein Erstgespräch ein, und dann hören wir uns einfach mal in den nächsten Tagen. Mach's gut, ciao, ciao, dein Flo.